In der Welt von One Piece ist in den letzten Monaten so einiges passiert. Ziemlich viele Kämpfe mit sehr, sehr großen Namen haben für enorme Veränderungen gesorgt. Und wir wissen, eines Tages kommt die legendäre Zeitung mit den News. Und das bedeutet auch, wir werden neue Kopfgelder bekommen. Kusans Kopfgeld nach dem Sieg gegen Garp. Blackbeards Kopfgeld nach Trafalgar Law. Ruffys Kopfgeld nach Kizaru und Saturn. Und von Sabos Kopfgeld will ich auch gar nicht erst sprechen. Heute wird es sehr spannend im Podcast. Und falls ihr nichts mehr bezüglich One Piece verpassen wollt, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Kanal abonnieren. Daumen nach oben wäre ebenfalls korrekt. Ich wünsche euch nun viel Spaß damit. Los geht's. Die letzten One Piece Monate, die waren natürlich ziemlich heftig und ziemlich heiß, was jetzt Kämpfe angeht. Ich persönlich muss sagen, die letzten ganzen Kapitel, das waren ja alles so 10 von 10 Kapitel. Und es ist ja so, dass wir Ruffy, glaube ich, das letzte Mal vor 3 Monaten oder so gesehen haben in so einem Manga. Das ist schon ziemlich heftig, wenn der Hauptprotagonist so lange weg ist. Das funktioniert nur sehr selten oder bei sehr wenigen Mangas, vielleicht sogar bei fast gar keinem, wenn die Hauptprotagonisten über eine so lange Zeit nicht mehr zu sehen sind. Und das zeigt natürlich auch das Interesse an die ganzen anderen Charaktere. Und Eiichiro Oda hat ja nach Wano Kuni angefangen, seinen Schreibstil ein bisschen zu ändern. Wir sind nicht immer an einem Punkt fokussiert, sondern wir springen immer mehr hin und her und wir kriegen immer mehr Schwenke und Oda baut alle Punkte gleichzeitig auf und das ist natürlich eine Sache, die super spannend aktuell ist, wie ich persönlich finde. Oda selber sagt ja, dass er ab jetzt nach Wano Kuni jedes einzelne kleine Secret zeichnen und zeigen wird, was er bis dato, ich sag mal, sich aufgespart hat und versteckt hat und vorbereitet hat, und das sehen wir jetzt langsam, denn ich bin nicht der Einzige, der sagt, dass die letzten ganzen Kapitel immer alle so eine 10 von 10 sind, dass der immer Banger für Banger, was natürlich unglaublich interessant ist, und diese Banger sind natürlich auch gestützt mit tatsächlichem Inhalt. Ja, wir haben krasse Kämpfe gehabt, heftige Plot-Twists und so weiter, und diese Kämpfe jetzt an für sich, die haben natürlich eine gewisse Konsequenz, und diese Konsequenz wird natürlich mit gewissen Kopfgeldern, ich sage es mal in Anführungsstrichen, belohnt, ja, denn wir haben hier sehr viele interessante Charakter. Wir beginnen diesmal erst einmal mit Kusan. Kusan ist natürlich ein Charakter, der von der Stärke her natürlich ganz oben mitmischt. Das ist etwas, das kann niemand verneinen. Ich denke, da sind wir alle so im selben Boot. Und Kusan als ehemaliger Admiral, der mit Akainu 10 Tage gekämpft hat, ja, bis zum geht nicht mehr, vielleicht sogar kurz bis vor den Tod. Man hat ja gesehen, was die beiden für Verletzungen und für Narben davongetragen haben. Und da ist natürlich klar, da ist eine Grundstärke vorhanden. Wir haben natürlich auf der einen Seite Kusan, der, wo die Möglichkeit besteht, ganz klar, dass er jetzt bei der Sword-Einheit ist und da natürlich undercover irgendwas macht und dass das Ganze mit Garp ein wenig geplant ist, aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht verneinen, dass diese Dinge, die jetzt geschehen sind und dass die Welt, sofern Kusan auch, es ist glaube ich völlig unabhängig davon, ob er undercover ist oder jetzt in echt böse ist, was ich by the way natürlich nicht glaube, aber die Signalwirkung für die Öffentlichkeit oder zur Öffentlichkeit hin, die ist und bleibt dieselbe. Kusan braucht hier ein Kopfgeld und der wird auch ein Kopfgeld bekommen. Ob er jetzt vorher schon ein niedriges Kopfgeld hatte, das weiß man natürlich noch nicht so genau. Man weiß allerdings, dass wenn er ein Kopfgeld bekommt, dass dieses Kopfgeld nicht im unteren Milliardenbereich sein dürfte oder so. Also Kusans Kopfgeld muss natürlich in die Höhe schießen. Und ich persönlich muss ganz klar sagen, dass alleine auch schon vor dem Kampf gegen Garp, dass Kusan, der bei den Blackbeard-Piraten mitmischt und da jetzt sein Ding machte, der hätte allein da schon ein 2,5, 3 Milliarden Kopfgeld bekommen können. Ja, deswegen denke ich, kann man das natürlich jetzt auch mit einem Sieg gegen Garp besser stützen. Und ich denke, das wird auch passieren, dass sofern wir dann diese Zeitung in der Hand halten, dass wir uns ziemlich sicher sein können, dass Kusan hier 3 mindestens bekommt. 3 Milliarden mindestens bis 4 Milliarden, vielleicht sogar eine 3,7 oder sowas in der Art. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Natürlich darf er jetzt nicht über Blackbeard sein, ja, der hat ja 3,996 irgendwas. Und hier ist allerdings die Tatsache, Blackbeard hat ja auch Trafalgar Law besiegt. Das heißt, er kriegt vermutlich auch eine Steigerung. Das heißt, es wird, glaube ich, so eine allgemeine Steigerung der Blackbeard-Piraten geben, dass auch die restlichen Crewmitglieder hier eine Steigerung bekommen. Aber Kusans Kopfgeld, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er so auf 3,7 Milliarden gehandelt wird, sage ich mal, weil Garp hatte zum Beispiel von der Cross Guild ja auch ein Kopfgeld bekommen, diese 3 Kronen, das sind ja, oder die stehen ja für 3 Milliarden dann dementsprechend, und ich denke vielleicht sogar, dass die Weltregierung sich da so ein bisschen orientiert, ja, dass man diese Zahl so ein bisschen übernimmt, beziehungsweise dass Oda das relativ gleich hält, ja, dass man natürlich hier eine logische Steigerung von Kusan bekommt, auf diese 3,7 Milliarden, so schätze ich das jetzt
jetzt ungefähr ein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man hier für Kusan diesbezüglich das Ganze in dieser Höhenordnung ansetzt. Ist natürlich ein sehr, sehr hohes Kopfgeld für den Anfang, aber wir haben das schon mal gesehen. Mihawk hat auch direkt seine 3, irgendwas bekommen. 3,4, 3,5 waren das ja. Obwohl Mihawk eigentlich relativ entspannt ist und nichts Großartiges, Böses in Anführungsstrichen, zumindest zum Stand jetzt, wo wir das jetzt so, oder was wir wissen von Mihawk, ja, der macht ja eigentlich nichts, ja, und Kusan, der könnte dann natürlich mit einem Sieg gegen Garber, der auf Roger-Level war, der mit Whitebeard auf einem Level gewesen ist, der damals gegen die Rocks gekämpft hat, ja, Garb hat einen unglaublich großen Namen in der One-Piece-Welt und das muss dann dementsprechend auch, ich sag mal in Anführungsstrich, mit so einem großen Kopfgeld abgestraft werden, auch wenn er vielleicht von der Stärke her vielleicht nicht ganz auf dieser Zahlenebene unterwegs ist, ja, ich persönlich bin davon überzeugt, dass zum Beispiel ein Mihawk einen Kusan besiegen wird, ja, ein Shanks Kusan besiegen wird oder Ruffy einen Kusan besiegen könnte, dass man hier aber mit diesen hohen Zahlen hingeht, um natürlich diese Symboldeutung eines Sieges Garbs gegenüber zu veranschaulichen, ja, denn das muss irgendwo auch respektiert werden, finde ich persönlich, deswegen wird er da auf jeden Fall mindestens 3 bis 3,7 Milliarden, denke ich, bekommen. Naja, kommen wir zu Sabo und zur Sabo-Thematik, die wir ja aktuell sehr, sehr heiß durchlebt haben in seinem Flashback, denn Sabo, der hat natürlich das unglaublich große Los gezogen, dass er erfahren durfte, wie Imo aussah, dass Imo existiert, dass die ultra krass sind und dass der leere Thron natürlich kein leerer Thron ist und das ist natürlich eine Sache, die dementsprechend ziemlich, ziemlich heftig sein dürfte, denn Sabo, der hat aktuell immer noch läppische 602 Millionen als Kopfgeld und diese Zahl war vor Dressrosa, vor der Feuerfrucht, das bedeutet, in den nächsten News wird Sabo definitiv eine Steigerung bekommen. Sabo hat ja auch den Angriff auf Lulushia Kingdom überlebt und ich kann mir gut vorstellen, dass Imo das vielleicht sogar auch ahnen kann oder weiß, denn ich persönlich muss sagen, Sabo hat ja jetzt in der One Piece Welt mittlerweile auch einen Namen und auch einen Titel, nämlich der Flammenkaiser, ja, und Kaiser ist hier dementsprechend das Stichwort, gerade weil Sabo vielleicht stärketechnisch jetzt nicht auf dem Level von Ruffy vielleicht ist, ja, oder auf dem Level von Blackbeard oder Kusan, ja, dass Sabo hier allerdings von dem, was er weiß, ja, dass er definitiv auf diese Höhenordnungen, ich sag mal, platziert werden kann, das ist, denke ich mal, eine Sache, die, oder da sagen wir, denke ich mal, alle nein. Dragon ist vermutlich auch derjenige, der auch hier das höchste Kopfgeld in der One Piece Welt aktuell hat, als Nicht-Pirat, das ist auch ganz wichtig. Er ist the worst criminal und da kann man natürlich auch mit einhergehen und Dragons Kopfgeld gleichzeitig vielleicht sogar enthüllen, dass man hier Sabo eine saftige Steigerung gibt. Ja, wir haben aktuell 602 Millionen, dann war Sabo bei, oder auf Dressrosa, hat die Feuerfrucht bekommen, allein das ist ja irgendwie schon mal so ein Zusatzplus von einer Milliarde, locker, easy, ja, eigentlich hätte der da direkt dieses zusätzliche Kopfgeld kriegen können, sollen oder müssen und darüber hinaus haben wir ja dann noch die Tatsache auf der Reverie, was natürlich auch nicht ohne ist und nicht nur, dass Sabo auf der Reverie war, sondern natürlich auch, was er da alles erledigt hat, ja, sie haben ja Kuma befreit in Anführungsstrichen, ja, sie haben Weltaristokraten dort indirekt angegriffen, ja, also sie werden es als Angriff werten, ganz klar, aber wir haben dann natürlich das ganz, ganz große Ding, Sabo hat natürlich mit König Cobra gesehen, wer auf dem leeren Thron sitzt, ja, also sie haben Imo gesehen, sie haben die Fähigkeiten der fünf Weisen gesehen, ja, Sabo hat die angegriffen, also das ist natürlich eine Vorlage für ein Kopfgeld, das wirklich in die höhere Milliardenrichtungen geht, denn wir dürfen nicht vergessen, diese Imo-Thematik ist wohl das bestgehütetste Geheimnis der Weltregierung, ja, dass jemand da tatsächlich auf dem leeren Thron sitzt, dass jemand da im Geheimen alles kontrolliert und die Fäden in der Tat in der Hand hält, ja, dass er da gewisse Möglichkeiten hat und diese Info alleine, die ist schon ziemlich, ziemlich viel wert, so kann ich mir vorstellen, dass alles unter 3 Milliarden ziemlich lächerlich wäre, unter dem Punkt, dass man sagen muss, okay, man will jetzt nicht unbedingt die Aufmerksamkeit auf Sabo, ich sag mal, richten, dass man sagen kann, okay, wir geben dem jetzt keine Erhöhung oder sonstiges, weil dann ist natürlich die Aufmerksamkeit viel größer, wobei ich allerdings denke, wenn man das jetzt mal so beiseite lässt, weil das so irgendwo vielleicht Common Sense wäre, aber wenn man das jetzt kopfgeldtechnisch irgendwie beurteilen oder festlegen müsste, es ist ja nicht nur die Stärke auch, ja, aber nicht nur, sondern auch die Gefährlichkeit der Weltregierung gegenüber und Sabo hat mit diesem Wissen die Möglichkeit, gerade als rechte Hand der Revolutionsarmee hier enormen Schaden für die Weltregierung anzurichten. Das bedeutet, Sabos Kopfgeld könnte locker 3, 4,
vielleicht sogar auch 5 Milliarden erreichen, ja, wenn, je nachdem, wie schwer Imo diese Tatsache sieht oder die Weltregierung, die 5 Weisen, je nachdem, wie schwer sie das sehen oder einschätzen, kann der wirklich von 3 bis 5 alles bekommen, vielleicht sogar auch 7 oder 8, das kann natürlich auch sein, ja, das sind halt unbegrenzte Möglichkeiten. Es kommt, glaube ich, sehr, sehr stark darauf an, wie hoch das Kopfgeld auch von Dragon ist, ja, wenn er als The Worst Criminal das höchste aktuelle Kopfgeld hat, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Sabo sich da irgendwo dann irgendwann vielleicht sogar in der Nähe aufhalten wird, ja, aber Dragon muss ja auch gewisse Punkte getan haben, die der Weltregierung ziemlich gegen den Strich gegangen sind, ja, also da bin ich mal sehr gespannt, was der für eine Erhöhung wohl kommt, also da ist wirklich alles Mögliche drin und gerade diese Imo-Thematik, die darf man hier auf gar keinen Fall ignorieren. Sabo wird ein so enormes Kopfgeld bekommen. Ich würde es sogar nicht wundern, wenn er Ruffy überholt, ja, Ruffy aktuell mit seinen 3 Milliarden, ja, dass Sabo dann seine 4 vielleicht sogar kriegt direkt, das wäre natürlich ein wahnsinniger Hammer und das würde dann nochmal unterstreichen, wie gefährlich diese Info von Sabo ist, die er natürlich jetzt hat. Sabo weiß dann natürlich auch, dass die Nefeltari-Familie von den Dees abstammen, ja, dass Sabo dann hier diese Info an Ruffy und Co. weitergeben muss. Ja, das ist natürlich schon eine Sache, die ist nicht ohne, Leute. Da bin ich mal sehr gespannt, was ihr auch zu Sabo in die Kommentare schreibt. Ich bin mal gespannt, wie schätzt ihr das Wissen von Sabo kopfgeldtechnisch ein? Ja, wie gefährlich ist das? Schreibt es mir auf jeden Fall unten rein. Kommen wir zu Blackbeard. Blackbeard hat ja aktuell wirklich vieles hingekriegt, beziehungsweise so einiges am Laufen gehabt. Wir haben zu einem der Angriff auf Boa Hancock. Wir haben dann das Aufeinandertreffen mit Rayleigh, was vielleicht von der Marine und der Weltring vielleicht auch nochmal ein bisschen, ich sag mal, gedeutet wird, sage ich mal, kopfgeldtechnisch. Wir haben dann die Entführung und der Angriff auf Whole Cake Island. Ja, also wir haben ja die Pudding-Entführung, was auch nicht ohne ist. Wir haben dann natürlich der Angriff auf Trafalgar Law und der Sieg gegen Trafalgar Law. Trafalgar Law ist in den Augen der Weltregierung einer der gefährlichsten Piraten und der hat ja auch aktuell eine 3 Milliarden Steigerung bekommen und Blackbeard hat diesen Charakter aktuell besiegt. Die Weltregierung denkt, Law hat mit Kid und Ruffy, Kaido und Big Mom besiegt. Die werten die drei so ungefähr gleich auf. Deswegen ist das Kopfgeld von Blackbeard, was sich aktuell auf 3 Milliarden 996 Millionen, meine ich, bezieht, dass dieses Kopfgeld sich natürlich um einiges erhöht und dann natürlich auch zu diesen anderen Kaisern so ein bisschen aufschließt, ja, dass wir vielleicht so 4,6 bis 4,9, vielleicht sogar 5 Milliarden bekommen bei Blackbeard. Das dürfte, glaube ich, super interessant sein oder werden. Ich denke, 4,6 sollten hier definitiv drin sein, dass man hier so diese alten hier Kaido, dass man den so ein bisschen ablöst, dementsprechend, dass man hier neue Antagonisten nochmal kopfgeldtechnisch settelt, dass wir hier Antagonisten haben, die auch ein höheres Kopfgeld wie das von Kaido zum Beispiel kriegen oder auch generell das von Big Mom, die ja sehr, sehr alt eingesessen als Kaiser hier in der One Piece Welt gewesen sind, dass man hier natürlich jetzt Charakter hat, die gerade diese Charakter auch besiegen, die jetzt Kaido und Big Mom besiegt haben. Ja, natürlich ist Blackbeard ein Charakter, der ganz zum Schluss hier einer der Hauptantagonisten ist. Der wird seit Jahrzehnten aufgebaut, ganz klare Kiste. Ist für Ruffy einer der Hauptgegner am Ende von One Piece, neben Imo, ist natürlich klar. Und so ein Sieg gegen Trafalgar Law zeigt dann natürlich auch nochmal, wie stark Blackbeard ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, Law ist kein Schwacher, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Law ist nicht wie Eustace Captain Kidd. Law hat wirklich, ich sag mal, Stärke in sich und der hat natürlich auch teufelsfruchttechnisch einiges auf dem Kasten und der Blackbeard hat diesen übertrumpft und auch besiegt, ja. Natürlich, vermutlich auch viel dank seiner Finsterfrucht, aber das ist in einem Kampf zwischen zwei Piraten ziemlich egal, deswegen Blackbeard muss natürlich jetzt auch nochmal zeigen, was er Haki-technisch drauf hat. Ich denke, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Sache. Dementsprechend bin ich, glaube ich, der Meinung, dass Blackbeard Haki-technisch noch definitiv vielleicht ein Feed braucht. Ich hatte ja so ungefähr im Gedanken gehabt, dass Blackbeard sich da um Garb kümmert, dass man hier einen Blackbeard-Garb-Feed hat, dass Blackbeard sich auf die Fahne schreiben kann. Ich habe Garb erledigt, ja, aber das hat ja aktuell Kusan indirekt gemacht. Ja, vielleicht kommt da ja noch was, ja, vielleicht haben ja Kusan Garb wirklich einen Plan und Blackbeard durchschaut das oder sowas, ja. Ich bin gespannt, ja, vielleicht kriegen wir nochmal unseren Blackbeard versus Garb. Schauen wir einfach mal dementsprechend, aber Blackbeard hat natürlich mit dem Sieg gegen Law hier definitiv einen verdienten Feed, den er sich natürlich auf die Fahne schreiben kann und dieser Feed wird ihm vermutlich ein höheres Kopfgeld besorgen, beziehungsweise bescheren und dieser wird mindestens auf 4,6 Milliarden liegen. Das ist so meine Einschätzung. Ich denke, das dürfte so, denke ich mal, möglich sein. Vielleicht gehen wir sogar auf die 5 Milliarden. Vielleicht knacken wir diese sogar, dass man hier jetzt wirklich diese finalen Antagonisten kopfgeldtechnisch ein wenig settelt. Und ich persönlich denke, mit 4,6, vielleicht sogar 5 Milliarden wäre das, glaube ich, ganz cool. Vielleicht bekommt er auch einfach eine 1 Milliarde Steigerung, dass wir dann 4,996 haben, so wie jetzt 3,996 halt einfach nochmal eine Milliarde oben drauf hauen. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz cool. Denn neben dem Sieg gegen Trafalgar Law haben wir natürlich auch den Sieg von Kusan gegen Garb, der ja vermutlich auch nochmal mit reingerechnet wird aus der Sicht der Weltregierung. Deswegen, ja, so vielleicht kratzt er den 5 Milliarden. Das wäre doch ganz cool, oder? Was denkt ihr diesbezüglich?
Schreibt's gerne in die Kommentare. Kommen wir weiter zum nächsten Charakter und das ist natürlich der rote Shanks, der ja aktuell einen heftigen Feed gegen Justice Captain Kidd hatte. Ich persönlich muss ja ganz klar sagen, da wir aus der Sicht der Weltregierung Kid Law und Ruffy so ungefähr gleich sehen müssen, dass er dann hier das ähnliche Treatment wie Blackbeard bekommt, dass Kidd dann auch eine Steigerung von 1 Milliarde bekommt, dass er auch dann die 5 Milliarden Marke so knackt, dass wir dann hier Blackbeard und Shanks so bei 5 Milliarden haben, denn das könnte dann vielleicht sogar auch so den Weg ebnen für Blackbeard versus Shanks, ja, dass Shanks hier gegen Blackbeard verliert und Blackbeard dann nochmal ein höheres Kopfgeld als finaler Piratenantagonist neben Imus Hauptantagonisten Stelle bekommt. Aber ich denke, weil Shanks bei den Figerlands ist, ich glaube, der wird vielleicht so relativ easy gehandelt, weil Blackbeard halt eine viel, viel größere Gefährlichkeit der Weltregierung, sage ich jetzt einfach mal so, ausstrahlt, zumindest von der Ausstrahlung her. Shanks hat Kontakt zu den 5 Weisen. Ja, die haben da ja irgendwie eine komische Interaktion gehabt und ich denke, die Weltregierung weiß natürlich von Shanks Figerland-Geschichte, dass er da Verbindungen zu hat. Deswegen, es ist ein bisschen schwieriger, dass oder beide Charakter auf demselben Niveau gegen die Weltregierung oder gegenüber der Weltregierung zu stellen. Ja, stärketechnisch gar keine Frage. Shanks hat Kid einfach gewone-shottet. Blackbeard hatte viel mehr als einen One-Shot gebraucht, um Trafalgar Law zu erledigen. Blackbeard war auch ziemlich am Ende, also Law hat den schon ziemlich eingeheizt, ja. Aber Shanks hat Kid einfach gewone-shottet. Stärketechnisch ist Shanks definitiv auf einem Niveau, der bei den 5 Milliarden definitiv dabei oder daran kratzen kann. Das ist eine Sache, die finde ich persönlich, die ist definitiv safe. Deswegen muss ich hier, glaube ich, auch gar nicht großartig rumreden oder so. Shanks wird auf jeden Fall die Steigerung bekommen. Vielleicht kriegt er dann die 5 Milliarden, das wäre ganz cool. Würde uns, glaube ich, alle freuen. Und nun, Leute, kommen wir zu Ruffy. Naja, Ruffy ist natürlich einer, der steht gerade vor einem sehr, sehr heftigen Feind. Einerseits Kizaru, Saturn und so viele aber hunderte vielleicht Marineschiffe oder viele Marineschiffe, vielleicht 100 oder da sind auf jeden Fall einige dabei. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf. Jedenfalls ist Ruffy aktuell mit seinen 3 Milliarden ziemlich undervalued. Ja, das wissen wir alle. Wir alle wissen nämlich genau, was auf, ich sag mal, Wano Kuni abgegangen ist. Ja, während Law und Kid zusammen Big Mom nicht mal wirklich besiegt haben, ja, sondern das war eher die Bombe oder der Vulkan, mehr oder weniger. Big Mom war ja noch nach dem finalen Angriff immer noch bei Bewusstsein. Ja. Ruffy hat hier natürlich viel, viel mehr geschafft, erreicht und natürlich auch stärketechnisch gezeigt. Ja. Sein Advanced Königshaki, sein Gear 5, allein das ist natürlich schon ein sehr, sehr heftiges Power-Up. Die Joyboy-Thematik um Ruffy, die hier vermutlich auch runtergespielt wird. Vielleicht, ja, man wollte ja ursprünglich sogar das Kopfgeldbild ändern, weil die 5 Weisen gesagt haben, oh, dieses Gear 5-Bild, das darf nicht sein. Das ist natürlich eine Tatsache, die ziemlich heftig ist. Ja. Die Weltregierung weiß diesbezüglich Bescheid. Ja. Und natürlich spätestens, wenn Ruffy jetzt hier gegen Saturn kämpft und den vermutlich sogar auch besiegen wird, dann wird das ziemlich heftig. Das ist eine ziemlich krasse Sache, denn egal, welche Niederschläge Ruffy jetzt noch erleidet, er wird am Ende des Tages irgendwo doch als Sieger dastehen und dann eine Steigerung bekommen, was das Kopfgeld angeht. Deswegen 3 Milliarden, ziemlich undervalued. Ich denke, Ruffy wird dann auf seine 4,5 kommen, wenn er da als Sieger hervorgeht. Ja, wenn Kizaru vielleicht sogar auch erledigt ist oder in die Flucht getrieben wird, genauso wie Saturn, wenn der erledigt wird oder in die Flucht getrieben wird. Ja, Ruffy wird eine dicke, dicke Steigerung bekommen. Gerade auch die Möglichkeit, wenn er Vega Punk hier beschützt, der rettet, wie auch immer, dass er natürlich da dementsprechend seine Fäden auch zieht, beziehungsweise das Ganze unter seiner Kontrolle hat, dann Egghead Island dementsprechend vielleicht sogar auch unter seine Flagge stellt, man weiß es natürlich nicht genau, aber man hat hier dann die Möglichkeit, dass Ruffy mit einem neuen, enormen, enormen hohen Kopfgeld hier natürlich an den Start geht. Wenn Blackbeard Shanks an den 5 Milliarden dann kratzen, dann soll Ruffy von mir an den 4,5 oder 4,6 kratzen, dass man ja mindestens dann so dieses Level von Kaido hat, was Ruffy angeht. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wie viel Wert legt Oda jetzt in dieser finalen Phase auf dieses Kopfgeld, ja. Obviously, wenn Ruffy Saturn besiegt oder so, könnte er auch seine 5 Milliarden bekommen. Das ist, glaube ich, keine große Thematik. Ich persönlich muss aber sagen, man sollte Ruffy, denke ich mal, symbolisch immer so ein bisschen unter Blackbeard halten, weil Blackbeard halt immer noch ein Antagonist ist, den Ruffy besiegen muss. Ja, das ist dann so diese Symbolwirkung, die hier dementsprechend dem oder da noch obliegt. Ja, das ist etwas, das finde ich persönlich wichtiger, weil man hat es ja jetzt durch die Story immer wieder gehabt. Ja, Ruffy war die ganze Zeit unter Blackbeard und das soll dann auch bitte weiterhin so bleiben, bis Ruffy dann Blackbeard endlich besiegt, ja. Denn das wäre so ein perfektes Szenario, wenn Blackbeard jetzt seine 5 Milliarden bekommt, Shanks seine 5 Milliarden, Blackbeard vielleicht Shanks besiegt, ja, Blackbeard dann seine 6 Milliarden oder so bekommt, Roger dann übertrifft, ja, Kopfgeldtechnisch, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man dann natürlich hier Ruffy hat, der dann auch einen Blackbeard übertrifft, ja. Klar werden dann diese 5,5 irgendwas Milliarden, ja, mit diese Spielereien mit Ruffys Namen und dieser Gomu, diese 5,5, die ja sehr, sehr hoch im Kurs sind, das wäre dann obsolet.
obsolet, ja, das würde man dann nicht mehr machen, aber das wäre so, finde ich, so ein perfektes Szenario, muss ich einfach sagen. Also stärketechnisch und so weiter ist Ruffy mit da ganz oben mit am Start und der könnte definitiv nach dem Egghead Island Incident seine 4,5 definitiv haben. 4 mindestens, ja, das sollte man dem auf jeden Fall gönnen. Das ist, denke ich, mal eine Sache, die sollte auf jeden Fall drin sein, denn ich denke, die Weltregierung, die von Weisen, ich denke, die alle wissen am besten, wie stark Saturn ist, ja, und der wird auf jeden Fall da mit ganz oben mitmischen können, ja, mindestens auf einem Admiral-Level schätze ich den ein, dass er vielleicht sogar ein bisschen über Kizaru steht, ja, weil er mit seinem Alter und so weiter, mit seinem möglichen Haki, was er vielleicht 800 Jahre trainiert hat, ja, und mit seiner mystischen Zoan-Teufelskraft, ja, da kann er bestimmt einiges machen, da bin ich sehr gespannt, was die Fähigkeit von Saturn ist, da müssen wir auf jeden Fall mal abwarten, aber ja, 4 Milliarden, 4,5, so schätze ich das bei Ruffy definitiv ein. Naja, und wenn Ruffy sich um Saturn kümmert, dann haben wir hier Zoro und Sanji, die sich vielleicht um Kizaru kümmern, vielleicht abwechseln, vielleicht Sanji hält ihn kurz auf und dann übernimmt Zoro oder andersrum, vielleicht wechseln die sich ab, wie auch immer. Kizaru sollte hier besiegt werden, da wir natürlich diese eine Revanche auf dem Sabaody-Archipel haben. Kizaru ist natürlich ein Charakter, der ultra stark ist, gar keine Frage, und Zoro mit seinem 1,111 Milliarden Kopfgeld und Sanji auch mit seiner 1 Milliarde, die sind ja absolut undervalued, ja, die beiden können mindestens 2 Milliarden haben, Zoro 2,5, Sanji 2,0 oder 2,3, ja, das könnte so ein Sieg gegenüber Kizaru sehr, sehr realistisch werden und das kann ich mir auch so gut einschätzen, denn wenn Ruffy hier seine Steigerung nach dem Sieg gegen Saturn bekommt, dann wird die Strohhutbande im Allgemeinen auch mitziehen, ja. Zoro wird seine 2,4, 2,5 bekommen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist auch verdient, muss ich einfach sagen, wenn sie einen Kizaru besiegt haben, dann kriegen die so ein Kopfgeld, ja, und Sanji, je nachdem, ob er den Main Part gegen Kizaru übernimmt oder Zoro sich mit Ruffy Saturn stellt, man weiß es ja nicht, wie genau die Konstellationen sind, vielleicht ist sogar auch Fujitora mit am Start, ja, und Zoro kümmert sich um Fujitora, das kann natürlich auch sein, wir wissen ja nicht genau, wer wo, wie da gerade ist, und Fujitora ist ja aktuell sehr, sehr untergetaucht und der hat ja immer noch den Auftrag von Akainu, dass er hier die Strohhüte jagen soll, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass hier noch ein Überraschungsgast für Zoro oder vielleicht sogar für Sanji hier am Start ist, ja, so ein Überraschungsadmiral, ja, so wie, also einer wie Fujitora, das würde halt irgendwo passen, weil der aktuell nirgendwo gesettet ist, ja, das ist halt so diese große Thematik, deswegen, Leute, bin ich da dementsprechend sehr gespannt. Natürlich wird der Rest der Strohhutbande, der wird natürlich auch eine dicke Steigerung bekommen, weil natürlich, wenn der Captain eine dicke Steigerung bekommt, dann zieht die Bande obviously mit. Vielleicht kriegt Nico Robert da sogar eine noch höhere Steigerung, weil die Gefährlichkeit der Weltregierung hier gegenüber wegen der Pornoglyphe und so weiter nochmal enorm, enorm anzieht, Leute. Jetzt bin ich gespannt, was schreibt ihr oder was denkt ihr, wie werden die Kopfgeldsteigerungen sein? Ich schreibe mal die ganzen Namen in den angepinnten Kommentar, ihr kopiert das raus und dann will ich gerne mal eure Kopfgeldsteigerungen wissen. Was denkt ihr, kriegen diese Leute für ein Kopfgeld, ja, das interessiert mich mal brennend, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls euch der Podcast gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre super korrekt von euch. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch dann allen natürlich noch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.